Previously on The Walking Dead. Ja, zuletzt haben Ben und Kenny sich ausgesprochen. Dann haben Krista und Omid sich mit Lee ausgesprochen. Dann haben nochmal Lee und Kenny gesprochen und alle haben miteinander gesprochen. Und dann sind wir durch die Wand gekommen, aus dem Haus hinaus, in diesen merkwürdigen Raum hinein, wo ein Pärchen sich anscheinend umgebracht hat, weil sie eventuell Zombies sonst geworden wären. Sie wollten halt keine Zombies werden oder sie wollten der Welt entfliehen, aber so wie sie aussehen, glaube ich eher, dass sie keine richtigen Zombies werden wollten. Durch welchen Weg auch immer. Infektion, whatever. Ja, oder vielleicht hatten sie auch einfach nur Angst, dass sie hier nicht entkommen können. Jedenfalls sollen wir uns mit Lee jetzt umgucken und jetzt sollen wir uns umgucken und jetzt werden wir dann endlich mal einen Weg hinaus aus dem Haus hoffentlich finden. Aber was, irgendwas sollen wir hier wohl finden? In dem Bild. Oder auch nicht. Gut, dann, Omid, was hast du denn da? It's sick, but... Think of all the pain they avoided. Ja, das ist nicht schön. What do you call this thing? Art? Irgendwie finde ich Omid witzig. Hey Ben, wie geht's dir? You still with us, Ben? Yeah, Lee. I just want to help. Ich mag dich, Ben, auch wenn du viel Scheiße gebaut hast. Jetzt mag ich ihn wieder. Ich bin übrigens nicht mehr genervt von Ben. Ich finde es immer noch nach wie vor total gut, dass er mal so viel Stärke bewiesen hat und ein paar seiner inneren Gedanken gesagt hat. Das hat, glaube ich, einiges geholfen. Das ist nicht gut. Okay. House is full too. Stay quiet. Scheiße, okay. Wie kacki. Ich guck mir mal einfach das tote Paar an. Vielleicht finde ich da bei denen was Wichtiges. Lee, you okay? Yeah. Let's keep at it. Na klar, das versuchen wir natürlich. Mir wird aber auch links die ganze Zeit mein Beil angezeigt. Was kann ich denn jetzt hier zerschnibbeln? Oder kann ich hier durch... Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Doch, aber komisch, dass wir nichts in dem Raum jetzt gefunden haben. Also ich dachte echt, wir finden da jetzt irgendwas Wichtiges oder dass die anderen wenigstens was finden. Naja. Voll umsonst gesucht. Und wenn er jetzt keinen Arm mehr hätte, das wäre doch voll scheiße. Ich meine, alles wäre dann schwerer. Na, Omid? Boah, bei Kenny, hoffentlich schafft der das jetzt. Jetzt helft ihm bloß. Und Ben, der muss das auch helfen. Nein! Nein, nicht Ben jetzt. Nein, nein, Ben! Nein! Oh, nicht er jetzt, ne? Oh, nee, ne? Nee, ne? Ben! Fuck, scheiße. Nein. Me and my fucking mouth. Holy fuck. What are we gonna do? Ja, gar nix. Was willst du denn da jetzt machen? Der ist doch tot, oder nicht? Der ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Halt die Augen offen. Jemand muss zurückbleiben, nur für den Fall. Someone's gotta stay back. In case. Come on, man. And if all this goes bad, you might be Clementine's last hope. We'll keep an eye out. Okay, gut. Oh, ich muss immer so schnell entscheiden. Das ist immer so schwierig für mich. Na super. Ow. Oh, er lebt noch, okay. I'm okay. Ach, der lebt noch. Ich dachte, der wäre jetzt echt tot und die gehen da jetzt hin und weiß auch nicht, um ihm sein Leid zu ersparen. Ich weiß, pst. I'm okay. Just get me out of here. Shh, quiet, Ben. Or they'll be on top of us. Yeah. Try to keep your mouth shut. I'm sorry. Just get me up. My legs hurt. Scheiße. Boah, der tut mir voll leid.
We're gonna get your ass up. Mann. Really? I thought you... Nein, Mann, wir versuchen uns immer zu helfen. Obwohl ich jetzt echt dachte... Ach du Scheiße. Oh, 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 oh Gott. Nein, nein, nein. Und deswegen spürt er sein Bein auch nicht mehr. Ach du Scheiße, oh Gott. Oh, der Arme. What is it? I'm okay. I'm okay. Es geht mir gut, es geht mir gut. We can get you up. We can, Ow! Oh, God! Ja, weißt du, wenn du ihn schon hochhebst, dann aber auch ordentlich jetzt mit, ne? Mit... Es ist verloren, hol ihn runter. Just yank him off that thing. What? Fast, like a Band-Aid. Do you think... Ja, einfach machen. Komm, mach hinne jetzt. Die kommen doch sowieso. Ja, irgendeiner merkt's doch immer. Fuck! Ja. Fuck! Ja, mach einfach. Ja, hau ruck jetzt. Guck mal, er hebt ihn immer hoch. Und dann lässt er ihn wieder fallen. Das ist ja auch scheiße. Das ist ja noch schlimmer. Oh God, don't let them get to me. Ja, dann. Dann was, jetzt sollen wir ihn töten, oder was? Oh, Leute. Do you have any bullets left? This has only got nein. One left in it. Mann, nein, nein, nein. I'm out. Shit. Ja, was will er denn? Get the fuck out of here. What? Go back. She needs you, Lee. Nein. This is not a discussion. Nichts da. Hell no, man. I'm not leaving. What did I just say? Let's get Ben and get out of here. What the fuck, Kenny? Lee. Lee, it's nein, okay. Nein, ist nicht okay. Nein, Ken. No, Ken. No, it's not. No. It's just something I gotta do. Nein, 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 nein. Nein, Kenny, nein. Ich mag dich so gerne. Ich weiß, ich war nicht immer deiner Meinung, aber... Go get that girl. Scheiße, Kenny. Back, you sons of bitches! Damn it, Kenny! God damn it! Nein. Kenny! Nein. Boah, scheiße, Leute, ey. Ich könnte schon wieder heulen. Boah, das ist voll... Kenny ist tot. Ben ist tot. What happened? Boah, nee, damit habe ich jetzt irgendwie voll wieder nicht gerechnet. Dass der ja jetzt auch geht und... Ja, Lilly, ich weiß, es ist voll schlimm. Ich konnte nichts machen. Couldn't do anything. Ben was really messed up. Kenny couldn't leave him, and it was just fucked. Was merken die sich da eigentlich immer, ey? Die merken sich immer was. I heard a shot. Er hat sich gewehrt. Wir brauchten mehr Kugeln. Kenny made sure that Ben didn't feel any more pain than he had to. What? It was Ben's biggest fear, you know. Kenny had one bullet, and that's how he used it. God, poor fucking kid. Boah, wie schrecklich, ey. Es ist... Oh, Kenny und Ben und beide. Und ich mochte beide so gerne. Ich mochte einfach beide so gerne. You saw them die? Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. Er war kein schlechter Kenner. Vielleicht ist er entkommen. Er hat getan, was er tun musste. He did what he had to. All the way to the end. We should go. Right behind you. Do you want to talk? Der Arsch der Claire mit Namen ist schuld. Konzentrieren wir uns. Kenny war mein Freund. Kenny was my friend. He could be tough to like, but
I agreed with him most of the time. So, we were assholes together, I guess. Look, Lee, this is a shitty time, but I want to clear something up. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Ja, das müsst ihr. Wird großartig für sie. You guys would be great for her. Keep her safe. We do our best. You know that. Was ist mit dir? Bist du okay? Are you okay? I should be asking you that. Before, in the attic. It's nothing. What's nothing? Let's just keep moving. Fuck! Be careful across here. Boah, überall Walker, Walker, Walker. Ja, super. Und gleich passiert mir natürlich was. Wem auch sonst. Boah, scheiße, ich fass es nicht, ganz ehrlich gerade. Ich kann's schon wieder nicht schnell genug verarbeiten, dass Kenny und Ben nicht mehr bei uns sind. Für mich ist das wirklich auch schlimm, gerade zwei zu verlieren. River Street's just up ahead. Ben war noch so jung und ich hab den immer jetzt durchgekriegt, ey. Careful. Und dann ist er doch tot. Und Kenny, ey, scheiße, Kenny. The buildings are full. And I don't know where the next meal is. Das kann man wohl sagen, nein, wissen sie nicht. Be careful through here. Yeah, we don't need any more accidents. I'm sorry. It's okay. Marshall's Hotel is around the corner of the block. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg, and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. Ich gehe zuerst. I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Yeah. Tja, dann versuchen wir mal unser Glück. Dass er nicht gerade auf unserer Seite im Moment ist. Dass nie irgendwie in diesem Spiel auf unserer Seite richtig ist. Just go nice and slow. Wir kriegen das schon hin. Ja, die Mitte ist natürlich die unsicherste Stelle. Aber mein Gott. Almost there. It's an easy crossing. Good. Aber ganz ehrlich, so ein Ding muss doch auch eigentlich ordentlich befestigt werden. Das muss ja auch gegen jede Witterung halten. Tut's aber nicht. Are you okay? Fine. I'm kind of fucked here. What are you gonna do? Ich lass mir was einfallen. I'll figure something out. There's not a ton of options. Kannst du mir helfen? Can you help me? I don't know what we can do from here. Anything. It's fucked, Lee. Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Wir treffen uns außerhalb der Stadt beim Zug. Finde ein Boot. Wir treffen die nördliche. Finde mich, wenn du runterkommst. Let's meet outside of town. By the train. Are you nuts? Was? It's the only way. Do you hear me? Yeah, by the train. Jesus. We'll be there. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier... Ich weiß doch nicht, ob Boot oder Zug oder weiß ich doch nicht. Wo die da hier da rumlaufen. Als ob ich die Stadt da kenne.
Sollen wir ein Boot nehmen? Sollen wir einen Zug nehmen? Was weiß ich denn, ey? Ich soll hier mal irgendwas entscheiden. Lass mich mal in Ruhe hier mit den Entscheidungen. Und was jetzt? Was hat er denn jetzt vor? Ja, super, ey. Boah, das ist voll knapp hier. Scheiße, ey. Wo soll ich überhaupt lang? Leute, ich hab doch keine Ahnung. Uiuiuiui, da hat er sich einfach mal eben so selber durchgeschlagen. Nee, ist klar. Kein Problem. Ich würde gerne wissen, was das bedeutet, das mit dem, ja, wir treffen uns beim Zug oder beim Boot oder... Und ich frage mich auch mal, was das heißt, wenn die sagen, sie haben sich das gemerkt. Merken die sich dann... Ja, was genau merken sie sich denn... Ob ich geholfen habe, wie ich darauf reagiere, wenn was Schlimmes passiert. Ich meine, das mit der Krankheit, dass sie sich das merken, das verstehe ich ja noch, aber... Naja, sind wir jetzt mal ganz leise, ne? Ist wichtig jetzt. Wir wissen nicht, ob Clementine hier irgendwo ist. Wir gehen da einfach mal rein. Scheiße, was ist das hier? Sieht aus wie eine Falle. Wer ist das denn? I got us adjoining rooms. Wo ist sie? Ich bring dich um. Hallo. Hallo. Okay. This is... You look horrible. Danke. Go over there. Okay. Ich gehe auch ganz langsam. Put your things down. Clementine. Who's out there? Es ist Lee. Quiet, please, sweetie. Your things. There. Welche Sachen? Meine Scherbe oder was? Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go sit down.